Hallo ihr Lieben. So, natürlich, kaum drückt man Go-Live-Button, kommt der Wind. How does it get better? So, schön, wir sind heute auf der anderen Seite, ich spiele mit dem Hund. So, mal schauen, wie es das gleich sieht. Ansonsten habt ihr einfach wundervollste Aussicht auf den wunderschönen Bodensee. Jetzt kommt die Sonne von der anderen Seite. Yay, die Ersten sind da und sehen's. Hallo Tanja. Coolio. Kannst du mir kurz ein Feedback geben? Ist der Sound okay? Danke dir. Oh, danke. Okay, cool. So, spannendes Thema, oder? Wir haben jetzt gerade 5 Tage gehabt. Erwartungen, Projektionen, Separation, Bewertungen, Zurückweisungen. Und Separation und Zurückweisungen. Und heute Morgen war das Thema wirklich Familie auch, ne? So, wie sehr hast du auf dich projiziert und auf deinen Körper projiziert bekommen, wer und was du bist, wer und was dein Körper ist, ne? So, was sind die Erwartungen? Was macht dich als Teil deiner Familie aus? Und ich glaube, bis zum 2. Lebensjahr alle Ansichten, die so in deiner Familie rumschwirren, übernimmst du 1:1. Als ob es deine werden. Und ne? Durch das, dass du es nicht kognitiv getroffen hast, diese Wahlen. Ich könnte mich einmal umdrehen, dann könnt ihr mich auch sehen. Hallo, it's me! Voll im Thema hier. Und durch das, dass das einfach eine Zeit war, bevor du kognitiv noch überhaupt funktioniert hast, ist der Zugang zu den Ansichten, zu denen du da gekommen bist, und die Energie, aus der du das kreierst, auch nicht kognitiv greifbar oft, ja? So. Welche Ansichten über Geld hast du, die nicht deine sind, die du aber nie in Frage stellen würdest, weil du damit einfach groß geworden bist, ja? So. Oder auch, wie oft bleibst du bei der Obergrenze deiner Eltern stehen, ja? So, was war das Maximal, das deine Eltern im Monat oder in einem Jahr kreiert haben? Und hast du das für dich erreicht? Und ist es seitdem irgendwie stockend? Ne? Der Punkt ist, wir müssen das anerkennen. Wenn du jetzt merkst, na, du musst es nicht mal auch da, nicht kognitiv wissen, so einfach ist es, okay, ist es leicht oder ist es schwer? Habe ich eine Obergrenze meiner Eltern erreicht? Ne? Was sie als Obergrenze für sich gesehen haben, ja oder nein? Und schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ihr wisst ja, Facebook möchte interaktiv sein, ja, so. Und je mehr Interaktion ihr hier habt und ich glaube mehr als 4 Worte schreibt, dann sehen es andere Leute in der Gruppe auch. Also welcher Beitrag können wir alle füreinander sein, um einen anderen Blickwinkel, aus einem anderen Blickwinkel einfach die Sache sich zu betrachten, nicht? Aus richtig und falsch und einfach wow. Also nochmal. Hast du die Obergrenze deiner Eltern mit Geld erreicht? Ja oder nein? Mach es leichter. Ja oder nein? Na, wo geht der Raum auf? Und wenn nein kommt, bitte bewerte es nicht, ja? So, es geht hier nicht um richtig und falsch und damit du dir eins in die, ne, dich selber in die Pfanne haust, sondern wirklich, dass du ein Gewahrsein kriegst, ja? Und jetzt ist die Frage so abwegig? Oder haben wir so viel Verzögerung? Ja, schon seit langem, okay. Danke. Ich möchte erstmal eure Antworten, ne, so, habt ihr diese obere Grenze erreicht? Doch jetzt stockt es, exactly. Und das ist es, wenn du nicht anerkennst, wow, das ist die Obergrenze, was Familie so und so im Jahr oder im Monat verdienen kann. Wenn du das als Obergrenze hast, natürlich ist es ein Stopp für dich, wenn das das ist, was dich als Teil deiner Familie kreiert, ja. So, alle Obergrenzen, die ihr da habt, könnt ihr jetzt zur Stellung kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pork, orange, what's, boys, yons. Ne? So, und das wäre die nächste Frage gewesen. So, hast du eine Obergrenze? Und ne, die zweite Frage, ist das für dich ab da ein Stopp gewesen? Ist es nicht darüber hinausgegangen? Oder auch, ne, das habe ich bei mir bemerkt, zum Beispiel mit dem 10%-Account, als das eine bestimmte Menge erreicht hatte, habe ich angefangen, das Geld auszugeben. Was man nicht tun sollte. Bitte, wenn du einen 10%-Account hast, mach nicht den Fehler wie ich, sondern ne, mach's bewusst. Moment mal, was passiert hier, ja? So, was ist das Maximale an Geld, was du haben kannst? Und wenn du so eine so Obergrenze festgelegt hast, und wie gesagt, das kannst du in einem Alter entschieden haben, diese energetische Ansicht zu deiner gemacht, wo du noch nicht mal einen kognitiven Zugang drauf hast, ja? So, das ist das Geile an den Fragen von Access Consciousness. Wenn du eine Frage stellst, merkst du, wo der Raum aufgeht. Auch wenn du kognitiv denkst, weiß ich nicht. Ich meine, kann ich mich an 2 Jahre erinnern? Aber du hast den energetischen Zugang zu was wahr ist für dich, ja? Indem du eine Frage stellst.
So, und dann ist die nächste Frage, was ist denn da noch alles in eurer Familie so als Definition gang und gäbe, ja? Und ne, Geld ist das eine. Oder auch, ne, wie Geld zu dir kommen kann, was okay ist, wofür man Geld nehmen kann, was ist nicht okay für Geld. Ne, das sind so viele Verknüpfungen, und wenn du die nicht in Frage stellst, dann machst du die Realität deiner Eltern zu deiner. Muss das zwingend deine Realität sein? Nein. Hast du Wahl? Ja. Fragst du, welche Wahl das du hast? Oder wie oft fragst du nach was, aber mit der drunterliegenden Ansicht von, na, das ist doch so. Ne, das ist wie diese, wenn dieser Beton da schon ist, da kannst du da oben Fragen stellen, wie du möchtest, ne, bis da was durchsickert, wird viel länger brauchen. Und deswegen ist Foundation so cool, weil dann wirst du erstmal dieses Fundament, diesen Beton, den du hast, der wird erstmal aufgeklopft, damit dann die Fragen auf fruchtbaren Boden fallen können. Ja? Deswegen liebe ich Foundation, und jeder Foundation klopft auf einen anderen, auf einer anderen Platte, die man als absolute, ja, keine Ahnung, wie das Wort ist, als absolute Grundlage in seinem Leben sieht. Ja? Der Weg, auf dem Geld zu mir kommen darf. Ja, das ist so vielfältig. Und jetzt haben wir das nicht mit Familie, nicht mit Geld. Schau mal, wie ist deine Familie in Bezug auf Beziehungen? Wie sieht deine Familie, ne, wie ist das Verhalten mit Essen? Da sind so viele Themen. Und ich bin eben gefragt worden in unserem SOP Be The Change, ja, in der Gruppe. Wir haben immer zwei Gruppen-SOP-Sessions, und da könnt ihr zu diesen Gruppen-Taster-Sessions könnt ihr mit dazukommen. Und eben heute Abend ist das Thema Familie. Um wirklich zu schauen, das ist nicht mal schauen, sondern einfach, dass du ein Gewahrsein kriegst, okay, was sind die Limitationen, in die du dich energetisch eingekauft hast, ohne das kognitiv präsent zu haben, ja? Und was, wenn man die einfach auflösen kann, damit der Weg für dich da frei wird? Und das würde ich mir wünschen, dass du für dich den Weg frei hast und wirklich entdecken kannst, was ist meine Realität? Und zwar, ne, und das war jetzt ein Thema im Seven Days, mit diesem, wie oft fragen die Leute, was ist meine Realität? Und dann gehen sie in diesen Abgleich der Persönlichkeit, was du beschlossen hast, die Definition über dich. Darum geht's nicht. Ne, deine Realität ist undefiniert. Deine Realität ist da, wenn es mehr Leichtigkeit kreiert. Dann ist es, ne, dann bist du da inkludiert. Schränke mich ein, ja. Danke, Tanja, für dein Feedback hier, dass wenigstens einer mit mir spricht hier. Sehr dankbar. Ihr wisst ja, ich stehe auf Interaktion, und ich kann schon Monolog machen, aber nicht so gut. Und je mehr Zuschauer wir hier haben, desto mehr Leute kann ich hier adressieren. Also schau mal, was sind die ganzen Stoppschilder, diese ganzen, ja, Ansichten, die du eins zu eins übernommen hast, ja? Und nimm mal wahr, wie es wäre, wenn die alle nicht da wären. Und wenn ihr noch nicht eine SOP-Session empfangen habt, das ist einfach diese Energie der Symphonie der Möglichkeiten, wo du einfach, ja, zum einen werden Limitationen aufgelöst, aber zum anderen wirklich die Energie, die du bist, ne, die Möglichkeiten, die du hast, die werden stimuliert und werden mehr und mehr spür- und wahrnehmbar. Und für mich ist immer nicht so leicht, SOP-Sessions in Worte zu fassen. Krieg einfach die Energie. Und vielleicht ist die Frage, wenn du heute Abend dabei bist, also 19 Uhr starten wir, halbe Stunde, wie wird dein Leben in 5 Monaten sein? Kommt jetzt, das ist ja lustig. Wieso 5 Monate? Also wie wird dein Leben in 5 Jahren, in 10, in 20 sein? In 5 Monaten, in 5 Jahren, in 10, in 20, in 50, in 100? Und wie wird dein Leben in 5 Monaten, 5 Jahren, 10, 20, 50, 100 sein, wenn du nicht dabei bist? So. Und schau auch mal, wofür darfst du Geld ausgeben? Hast du dich das jemals gefragt? Und wer legt fest, wofür es richtig ist, Geld auszugeben, und wofür es nicht richtig ist, Geld auszugeben? Was angemessenes Geld ist, was nicht angemessenes Geld ist? Hallo Family! Wie viele von euch wählen das wirklich aus der eigenen Energie, die jetzt präsent ist, und ne, mit dem Gewahrsein für die Zukunft, die du kreieren möchtest? Und wie viel ist es der alte Referenzpunkt, das eure Eltern wählen würden? Ja? So, wer hat ihr gewählt? Wie heißt das auf Deutsch? Eure Eltern zu verärgern, weil ihr unverschämt viel Geld empfangt, und das noch nicht mal mit harter Arbeit, ne? Einfach so, das Geld kommt von überall her. Werte gewählt, dass eure Familie vielleicht nicht mehr happy ist mit dir, weil du diese Begrenzungen, die sie für sich als richtig und wahr gemacht haben, für dich nicht wählst. Und das ist eine Wahl, ne? Es ist nicht, dass deine Eltern was falsch gemacht haben oder du ganz und gar nicht. Es ist nur eine Wahl. Die Frage ist, wie gut funktioniert es für dich, aus der begrenzten Welt deiner Eltern dein Leben zu kreieren? Das ist der Moment, wo die Wahl ins Spiel kommt. Okay,
In diesem Sinne, ihr Lieben, ich freue mich auf euch heute Abend, wenn ihr Lust habt. 55 Euro ist geschenkt, wie ich finde, ja. Und wenn du sagst, hey, fuck, das ist alles geil mit dieser SOP-Geschichte. Ich kann nur sagen, ich bin so dankbar für dieses SOP-Jahr. Ein paar Plätze sind noch frei. Wenn du sagst, hey, ich hüpfe noch dazu, jetzt sind es 100 Euro im Monat. Wie gesagt, ihr kriegt zwei Gruppen SOP-Taster-Sessions, die immer geile Themen haben, plus eine Einzelsession in der Zeit. Ja, aber eben, das ist so undefiniert. Man weiß nicht genau, was man kriegt. Was würden deine Eltern dazu sagen, wenn du dafür Geld ausgibst? Also, mach's besser nicht. Okay, ihr Lieben, ich tease nur. Ich muss euch nochmal zeigen, es kommen die Schwäne zu Besuch. Also, wenn du für dich wählen würdest, was für dich funktioniert, was wählst du? Habt einen schönen Tag. Bis später.